Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Tag 2 des Kickoff-Kongresses der Female Football Academy. Für diejenigen, die jetzt heute zum ersten Mal zuschalten, ein ganz herzliches Willkommen. Für all diejenigen, die gestern schon dabei waren, herzlich willkommen zurück. Ihr werdet es merken, gestern waren wir im Estrel Hotel in dem Digital Studio und heute sind wir in der Zedenicker Straße im St. Oberholz in Berlin. Mein Name ist Jolanda Rother. Ich bin Gründerin eines Diversitätsunternehmens und freue mich, hier als Moderatorin die Female Football Academy aus einer gesellschaftlichen Perspektive inhaltlich zu begleiten. An meiner Seite ist Tabea Kemme, Olympiasiegerin, Champions League-Siegerin und Präsidentschaftskandidatin für die Turbine Potsdam. Hallo Tabea. Hi. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, auf einen guten zweiten Tag. So sieht's aus. Wir haben nämlich Halbzeit. Gestern ging es schon rund mit den Themen und heute bleibt es weiterhin spannend bei der Female Football Academy. Worum geht's eigentlich bei der Female Football Academy? Der digitale Frauenfußballkongress soll der weltweiten Vernetzung von AkteurInnen dienen, damit eine langfristige Grundlage für verstärktes öffentliches Interesse, steigende ZuschauerInnenzahlen und letztlich auch neuen Absatzmärkten generiert werden kann, um eben die Gleichstellung von Frauen und Männern voranzutreiben. Der Frauenfußballkongress soll auch ein erster Anstoß sein zur größeren Gerechtigkeit und Diversität innerhalb des Frauen- und Männerfußballs. Gestern war ein intensiver, voller Tag und ich würde sagen, wir wagen mal ein erstes kleines Zwischenfazit. Wir hatten eine erste Diskussionsrunde, in der es um Diversität und Gleichberechtigung und auch um Empowerment ging. Mit dabei waren Nina Probst von den Sportfrauen, Nia Künzer, Tugba Tekkal von Scoring Girls, Christian Rudolf und Lisa Kalina von Equaletics. Und wir haben alle über das Thema Diversität und Gleichberechtigung im Frauenfußball gesprochen. Es ging um die Vielschichtigkeit der Problematiken, die Möglichkeiten für Zukunftsperspektiven und da ging es unter anderem über die Rolle der Familie und wie hier bereits erste kulturelle Unterschiede eine Barriere darstellen können, um Mädchen in den Frauenfußball zu bringen. Lisa Kalina hat unter anderem mit dem Verein Equaletics aufmerksam gemacht, welche Rahmenbedingungen es braucht für gleiche Behandlung auf und auch neben dem Feld. Nina Probst hat sich geäußert, wie die Digitalisierung zu mehr Sichtbarkeit führt auf der einen Seite, aber weiterhin es viel mehr Sichtbarkeit braucht. Und Nia Künzer hat sich geäußert, wie Männerdominanz schlicht und einfach nicht zukunftsfähig ist. Christian Rudolf hat das Ganze auch nochmal ganz wunderbar eingeordnet, wenn es um das Thema LGBTQIA+ geht und wie auch dort Fortschritte passieren, aber noch einiges weiter geschehen muss. Es gab letztendlich auch einen ganz großen Appell, dass weiterhin Sichtbarkeit geschaffen werden muss und es viele Stellschrauben gibt, an denen gedreht werden kann. Und das Ganze endete in einer langen Q&A-Runde mit den TeilnehmerInnen der Female Football Academy. Weiter ging es gestern mit einem Einblick in die SpielerInnenberatung. Den hat uns Jörg Neblung gegeben und der hat einen sehr klaren Appell auch gewagt von Seiten des Femileven, um die Verbandsstrukturen sich ganz genau anzuschauen und dort Änderungen zu schaffen.
Christine Lehmann vom Berliner Fußballverband hat über die nötigen fehlenden Investitionen gesprochen in der Berliner Fußballlandschaft und auch über die gesellschaftliche Verantwortung, die benötigt wird, um eben mehr Möglichkeiten zu bringen für den Mädchenfußball. Sie hat sich auch angeguckt und uns erzählt über die Problematik seitens der Satzung und wie dringend es ist, dass es eine Umstrukturierung gibt aus der Perspektive. Daraufhin wurde aus New York Alison Wilbert zugeschaltet, die uns einen sehr einsichtsreichen und detaillierten Überblick geschenkt hat über den College-Fußball. Und da denke ich, dass wir uns hier in Deutschland auch alle eine Scheibe davon abschneiden können. Weiter ging es im Fireside-Gespräch mit dir, Tabea, wo wir auch über Strukturen gesprochen haben, die sich dringend ändern müssen. Du hast aus deiner eigenen Erfahrung gesprochen und an dem Erlebten uns zeigen können, wie die Problemstellungen sich darstellen, wie Verbandsstrukturen, Vereinsstrukturen aufgebrochen werden müssen und eben wie die professionelle Ebene des Frauenfußballs sich auch ändern muss. Und ganz zum Abschluss wurde die wunderbare Kooperation mit dem Frauenkarriereindex angekündigt. Barbara Lutz aus München war uns zugeschaltet und da wurde mal ganz klar gesprochen, wie Tacheles gemacht wird. Es wird am 9. Juli diesen Jahres ein Think Tank geben, um ganz hands-on zu überlegen, wie der Frauenfußball sich verändern kann und wie auch ein Frauenfußballkarriereindex erstellt werden kann, um eine gewisse Messbarkeit und Durchlässigkeit zu schaffen. Und dazu wurde auch direkt eine Einladung ausgesprochen für alle Teilnehmenden der Female Football Academy, auch diejenigen, die uns heute zuhören und auch gestern schon zugehört haben. Dazu gibt es auf der Webseite bereits mehr Informationen und die Einladung ist da tatsächlich an euch alle da draußen, uns an diesem Tag zu begleiten und auch darüber hinaus. So viel zu gestern. Es war sehr viel Input, sehr spannend und heute geht es genau so weiter. Wir haben ein volles Programm und ich blicke mal ganz kurz auf das Programm heute. Wir haben einmal eine Session zum Thema Mädchenfußball zwischen den Ländern. Dann geht es weiter mit dem Thema Sponsoring, wo die Commerzbank, Volkswagen und Vertreter in des DFB auch einen Einblick gewähren werden. Dann haben wir auch eine Session zum Thema Neuaufbau einer Mädchen- und Frauenabteilung in einem Männerverein mit Borussia Dortmund. Weiter geht es mit Empowerment von Frauen im Männerfußball mit Alina Schwärmer und zum Abschluss gibt es die Session zum Thema Training und Vereinbarkeit mit dem Menstruationszyklus mit Julia Eire. Bevor wir ins Programm einsteigen, nochmal die Information, das Ganze heute und auch gestern findet zum allerersten Mal statt. Und wir freuen uns riesig, Teil einer größeren Konferenz zu sein, nämlich der Gesellschaftskonferenz Republika, die aktuell in Neukölln stattfindet und dort aufgezeichnet wird und ausgespielt wird. Die Republika ist die leitende Konferenz rund um die Themen Internet und digitale Gesellschaft. Und an dieser Stelle ein ganz großes Hallo an unsere Republika-Gäste, die auch gerne zuschauen und sich beteiligen können.